Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind auch schon ganz geschäftig hier. Also nee, eigentlich stimmt's nicht. Eigentlich habe ich heute richtig lange im Bett gelegen und konnte mal ein bisschen entspannen. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich die letzten Tage hier vor lauter Stress umgekommen wäre. Aber ich finde es so gruselig, wenn du einfach in der Tür stehst, Ella. Wir überlegen uns jetzt gleich, was wir das anbringen. Ich will nur kurz Hallo sagen und dann komme ich zu dir. Ich konnte heute nämlich ein bisschen länger im Bett bleiben, wollte eigentlich lesen und habe mich darüber geärgert, dass ich die ganze Zeit nur am Handy hing. Das heißt also, ich werde mir in den nächsten Tagen ganz klare Lesezeiten einplanen, weil ich nämlich merke, dass ich abends einfach K.O. bin und dann lese ich eine Seite oder vielleicht ein Kapitel und komme nicht so richtig weiter. Und jetzt habe ich wirklich viele Bücher, die ich lesen möchte im Repertoire. Und die möchte ich gerne auch in den nächsten Wochen lesen. So, jetzt habe ich euch ja gerade gesagt, dass Ella gerade da stand und was gezeigt hat und dass wir weiter basteln. Ich habe mir nämlich was überlegt, weil wir ja hier wirklich auch eine besondere Situation haben mit der Arbeit. Wir müssen uns einfach ab und zu mal zurückziehen. Und deswegen habe ich mir heute überlegt, basteln wir, also habe ich mir nicht überlegt, habe ich selbst auf Instagram auch gesehen, habe ich mich inspirieren lassen. Ja, basteln wir so eine kleine Ampel und Ella hat schon ein bisschen angefangen oder so ein Stoppschild mehr oder weniger, was wir irgendwie an die Tür anbringen wollen hier. Und wir tüfteln jetzt gerade, wie wir das am besten anbringen, dass die Kinder das dann halt auch wirklich wahrnehmen. Ella hat es ein bisschen kleiner gebastelt, als ich es jetzt angedacht habe. Aber wir lassen... Komm mal her, Schatzi, wir zeigen das mal ganz kurz. Genau, wir haben jetzt zwei so... kleine Plättchen gebastelt und ich würde die gerne aneinander kleben. Und so, dass man sie halt umdrehen kann. Glitzer muss da halt sein, weil... Ella halt, ich möchte alles mit Glitzer haben. Jetzt überlegen wir halt mal. Wir schauen mal, wie wir das heute umsetzen können. Wir kleben die jetzt beide aneinander. Und dann, ne, dann lassen wir das Grün einfach ohne eine Schrift. Dann schreibt ihr... Ohne eine Schrift. Und dann? Schau mal, ihr... Schreibt hier jetzt nicht und hier bleibt es dann trocken, dass wir Kinder wissen, dass wir hier nicht rein dürfen. Aber und wenn beide, Schatzi, aber wenn beide nebeneinander kleben, woher weißt du denn, welches jetzt gerade gilt? Das ist jetzt die Frage. Ja, und ist... Mama, wir machen einfach. Wir müssen noch drüber nachdenken. So, während Ella jetzt den Auftrag von mir bekommen hat, das Ganze mal zusammenzukleben, werde ich noch eine Wäsche machen. Nee, das lasse ich jetzt mal raus. Und ja, meinen häuslichen Pflichten nachkommen. Wäsche waschen ist ja so komplett mein Ding, ne? Also wir haben die Regelung, dass Micha die Waschmaschine nicht anfassen darf. Also wirklich nur im absoluten Ausnahmefall. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Es ist einfach, wenn, sobald Micha mal etwas wäscht, ist mindestens ein Teil dabei, was nicht mehr so aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte. Passiert mir natürlich auch, ja. Ich bin da auch nicht völlig weg, aber auch halt nicht bei jeder Wäsche. Und deswegen ist das so 100% meine Aufgabe. Selbst wenn ich krank bin, sage ich, lass es liegen. Ich mache das, wenn es mir wieder gut geht. Wäsche waschen ist eigentlich schon eine Aufgabe, die ich sehr, sehr gerne übernehme. Und... wo man auch unglaublich gut die Kinder einbeziehen kann. Also normalerweise mache ich das gerne mit Bennett zusammen. Der macht dann das Zeug in die Trommel. Ja, und beim Zusammenlegen später können sie mir dann sicherlich auch helfen. Ich möchte euch ganz kurz noch zeigen, was ich bei Amazon bestellt habe. Ich hatte ja auf Instagram nach ein paar Tipps, Basteltipps gefragt und habe mich einfach auf Amazon mit ganz viel Bastelmaterialien eingedeckt und habe dabei aber auf der Suche und auch von euch ganz, ganz viele Tipps bekommen. Sachen entdeckt, die... man, wo man die Kinder auch einfach mal vorsetzen kann, womit sie sich halt alleine auch mal eine gute halbe Stunde, Stunde beschäftigen. Und das wollte ich euch einfach mal empfehlen, weil die Sachen sind angekommen. Wir haben jetzt einiges davon schon ausprobiert und die meisten Sachen davon kosten unter 10 Euro. Und da dachte ich mir, ich zeige euch das mal ganz schnell. Vielleicht ist ja da noch das eine oder andere dabei, was ihr irgendwie als kleine Beschäftigung, gerade wenn ihr im Homeoffice seid oder so, nutzen könnt. Einmal wurde mir das hier empfohlen, Sticky Mosaics. Das sind so Bilder. Die sind fertig und dann kommen so Klebeblöcke mit so kleinen Mosaiksteinchen quasi aus Moosgummi etc. oder auch mit Glitzer. Und dann können die beklebt werden. Und das sieht jetzt erstmal so total lapidar aus, aber Ella war gestern richtig lange damit beschäftigt. Haben wir in zwei verschiedenen Ausführungen. Dann habe ich nochmal sowas bestellt, Knüttelbilder. Das ist mit so
Transparentpapier, also Seidenpapier. Und dann wird das geknüttelt. Das machen die ja auch in der Kita ganz, ganz oft. Dann wird das geknüttelt und auf den Bildern aufgeklebt. Dann habe ich für Bennett einmal Playmice-Mosaik gekauft. Das sind auch Bilder, wo dann Playmice aufgeklebt wird, aber nur mit Wasser, also nicht mit einem Klebestift. Die Dinger werden einfach auf so ein nasses Tuch gedrückt und dann eben aufgeklebt und dann halten die. Also das finde ich richtig süß. Da hatte selbst Ella gestern noch richtig viel Spaß mit gehabt. Und dann, das haben wir noch nicht ausprobiert, habe ich Experimente für die Badewanne. Ist zwar von 6 bis 9, aber das werden wir dann mit den Kindern zusammen machen. Ups, das habe ich gekauft. Ich habe keine Ahnung, was man da macht, aber ich dachte mir, ja, mein Gott, baden gehen sie immer. Das passt auch irgendwie immer und vielleicht haben sie da auch Spaß dran. Ich verlinke euch die Sachen natürlich alle unten in der Infobox und wenn mir noch was anderes einfällt, packe ich es einfach auch mit rein. Ich habe nämlich noch 1000 andere Sachen bestellt, also ich bestelle aber so von den Bastelmaterialien. Ich verlinke euch einfach mal, was ich da jetzt so in meinen Vorrat gepackt habe. Die Kinder sind auch mal wieder selbstbeschäftigt. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Momentan ist es auch einfach so, wenn die Kinder gezwungen sind, miteinander zu spielen, dann tun sie es auch. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und jetzt sind sie einfach in ihrem Zimmer und spielen. Und wir haben die Gelegenheit, also wir wollen es jetzt mal versuchen, ne, ein Video zu drehen. Wenn es dann halt so ist, dass die Kinder im Hintergrund irgendwie mal laut sind oder so, ist es halt so. Geht halt gerade nicht anders. Aber wir versuchen jetzt einfach mal, ein Video zu drehen. Es war gerade so ruhig, dass wir einfach dachten, wir lassen uns jetzt mal drauf ankommen. Micha baut jetzt gerade unser Set auf. Und wenn die zwei Stühle dastehen, ist es ja meistens ein Format ohne Namen. Oder vielleicht drehen wir aber auch ein Update zu unserer Fastenzeit. Ich weiß nicht, was sagst du? Sollen wir machen? Vielleicht beides? Vielleicht schaffen wir auch beides, je nachdem, wie die Kinder sind. Das ist jetzt wirklich von anderen Menschen abhängig, nicht von uns. So sieht das Ganze übrigens mal aus meinem Blick aus. Ich muss mich hier hinsetzen. Und Micha stellt die Kamera ein. Setzt sich dann selbst neben mich und wir gucken uns. Achso, ich dachte, du setzt dich jetzt hin. Dann schauen wir uns da auf dem Panel an, wie es aussieht. Aber dir fehlt der halbe Kopf. Mhm. So, um der Langeweile jetzt zu trotzen, werden der Bennett und ich hier eine Höhle bauen. Und zwar machen wir es immer ganz einfach. Wir nehmen uns einfach den Wohnzimmertisch und ganz viele Kissen und ganz viele Decken und machen uns da einfach ein richtig cooles, kuscheliges Nest. Meistens. Ja, genau. Und meistens gibt es auch noch Äpfel und was zu trinken. Und deswegen geht es jetzt hier zum Höhle bauen. Während der Bennett jetzt hier noch ein bisschen dunkler macht, ist unsere Höhle fast fertig. Ich zeige euch mal, wie die von innen aussieht. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr, was die Dunkelheit betrifft. Da hinten auf jeden Fall. Aber da sieht es schon ganz gut aus. Bennett, wir brauchen noch mehr Decken. Ja. Die Jungs haben ja jetzt hier ihre Höhle gebaut und eigentlich wollte ich den Balkon anfangen. Aber irgendwie können wir uns gerade nicht so richtig dazu durchringen. Und vielleicht verschieben wir es noch mal ein bisschen, ich weiß es nicht so richtig. Weil irgendwie, ich brauche dafür so richtig, richtig schönen Sonnenschein. Und morgen soll es so richtig schön werden. Mit 17 Grad und pure Sonne und weiß ich nicht. Und ich glaube, wir vertagen es auf morgen. Und ich werde. Mama? Ja, mein Schatz? Mama? Ja? Zu uns. Entschuldigung? Guck mal, das Mama hier vorne. Oh, meine Güte! Oh, hier, mein Schatz. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich noch ein anderes Projekt habe, was ich gerne angehen möchte. Und zwar habe ich mir, zeige ich euch mal, so Vorratsdosen bestellt. Ich muss mal jetzt ein bisschen, oh, ich kriege keine Ordnung mehr. Ich bin auch ein bisschen angenervt, deswegen, wenn ich ehrlich bin, weil so gar keine Ordnung drin haben, ist für mich eine riesen Herausforderung. Aber gut, ich habe mir hier so Vorratsdosen bestellt, weil ich möchte unbedingt in diesen Schränken hier Ordnung haben. Ich zeige euch jetzt einfach mal die pure Wahrheit, ja? Erschreckt euch nicht. So, das ist unser Vorratsschrank. Wie ihr sehen könnt, alles nur noch gestapelt. Also ich weiß nicht, was unter diesem Kartoffelpüree liegt. Und das ist halt einfach kein schöner Vorratsschrank, weil, wie gesagt, man weiß nicht, was man hat, ne? Aber ich sehe gerade, wir haben Nudeln.
ganz viele Nudeln und Suppen. Alles da. Ja, ich suche euch ja schon. So sehen jetzt die Dosen aus, die ich da bestellt habe. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das Ganze befüllen möchte und wie das sinnvoll ist vor allem. Also ich habe von jeder jetzt zwei. Und ich habe aber eigentlich auch noch hier eine zweite Schublade, die ich gerne ordnen möchte. Wahrscheinlich muss ich da echt noch ein paar bestellen. Oder es muss jetzt einfach sinnvoll vonstatten gehen. Also ich denke mal, hier kommen Nudeln rein oder irgendwas. Dann gibt es noch eine kleine, also ganz kleine. Wo habe ich die jetzt hier? Da kann man dann einfach, weiß nicht, Speisestärke oder irgendwelche Soßen, irgendwelche, ja, muss man einfach schauen. Man muss ja auch nicht alles einfüllen, wenn man das hier zum Beispiel auch irgendwie ordentlich in eine andere Dose kriegt, ist das ja auch in Ordnung. Es muss ja jetzt nicht alles in diesen sein, aber diese ganzen Packungen nehmen halt unglaublich viel Platz weg. Deswegen schauen wir mal, wie wir das hier sinnvoll ordnen. So, was von dem Rest, der jetzt hier rumliegt, abgesehen. Schlimm eigentlich, ne? Wenn man sich das mal überlegt. Man kauft die Sachen verpackt, um sie dann abzupacken wieder. Sieht das Ganze jetzt so aus? Ich bin schon ein bisschen stolz, ja? Also mal ganz davon abgesehen, dass wir einfach viel zu viele Nudeln haben, die sich halt einfach mit der Zeit immer wieder hier wiedergefunden haben, die werden sich natürlich aufbrauchen und unser Normalvorrat in einer normalen Situation würde das und gegebenenfalls plus das noch sein. Ja, also das würde eigentlich reichen. Ich habe jetzt hier die Spaghetti gebrochen und unten sind auch nochmal andere. Das ist mir dann auch, also wenn wir Nudeln essen, ist mir das völlig wurscht, welche Nudeln wir da essen. Das wäre eigentlich unser Vorrat und das, das und das und das und Lasagneblätter. Ja gut, Lasagneblätter habe ich immer da. Das kommt irgendwann weg. Das heißt, man hat hier drin wirklich nochmal ein bisschen mehr Platz. Aber so an sich ist es einfach viel, viel übersichtlicher. Ich habe jetzt hier Paniermehl abgefüllt. Auch alles gemixt miteinander. Wir hatten Panko-Paniermehl und wir hatten normales Paniermehl. Das habe ich jetzt gemixt. Da unten ist Salz drin. Hier habe ich noch Kartoffelpüree einmal aus der Packung genommen. Ist jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll, aber mein Gott, ich hatte die jetzt noch übrig. Dann habe ich hier Speisestärke, hier ganz viel Reis, alles Reis, was wir übrig hatten, haben wir jetzt zusammengekippt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, und es ist einfach wirklich eine Wohltat, wenn man das aufmacht und es einfach ein bisschen ordentlicher ist. Wie gesagt, wenn das weg ist, dann sieht das noch viel ordentlicher aus und dann können auch noch mehr Sachen eingefüllt werden, die man dann immer mal wieder, wie Mehl und so, das steht nämlich bisher da oben, das soll auch von da weg. Hier unten in den Vorratsschrank. Einfach so, dass das alles an Ort und Stelle ist. Ich habe jetzt gleich mal die Gunst der Stunde genutzt und unsere Süßigkeiten-Schublade einmal ausgeräumt. Bitte, wie viele Süßigkeiten haben wir? Und das ist auch alles so ganz viele vergessene Dinge. Und ja, das werde ich jetzt alles einmal aussortieren und sauber machen. Und ja, schon angefangen, das hier umzufüllen in eine der übrig gebliebenen Dosen. Wow, ich habe schon ganz viel weggeworfen. Weiwei. Hier habe ich jetzt auch ein bisschen Ordnung reingebracht. Das ist auch definitiv zu viel von allem. Aber man kann zumindest wieder sehen, was wir haben und sich dann dementsprechend ausruhen, was man haben mag. Wie ihr sehen könnt, haben wir gar nicht so viel Schoki-Kram, sondern vor allem ein paar Snacks und Riegel. Und so Energy-Dinger. Also wir sind ganz, 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 ganz weit weg von dem, wie wir uns früher süßkrammäßig ernährt haben. Wo ist
heute Morgen begonnen hat, wird es jetzt auch enden. Ich habe jetzt gerade noch Äpfel geschnitten für die Kinder und wir werden höchstwahrscheinlich noch mal eine Runde um den Block gehen, wenigstens kurz mal frische Luft schnappen. Und ich habe jetzt gerade, Micha wollte jetzt gerade anfangen, den Balkon für mich schon mal ein bisschen sauber zu machen. Ich habe heute nicht so die beste Laune, weil ich einfach merke, was denn? Zeig mal mein Gesicht doch so kurz. Nicht die beste. Ich bin ganz okay drauf eigentlich, aber wenn diese Unordnung macht mich wirklich, das macht mir zu schaffen und ich bin da so ganz monkig. Und damit muss ich jetzt erstmal zurechtkommen und deswegen brauche ich ein bisschen frische Luft und deswegen wollte Micha mir eigentlich den Gefallen tun, jetzt schon den Balkon zu machen, aber ich glaube, das machen wir einfach morgen. Wie gesagt, morgen soll es relativ warm werden und sonnig und dann werden wir das einfach, da werde ich mir nichts anderes vornehmen und wir werden das gemeinsam mit den Kindern sauber machen. Ne? Möchtest du Tschüss sagen? Tschüss. Wir sehen uns bald. Peace! Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über euren Support. Ihr könnt uns einen Daumen nach oben da lassen, eins der beiden Videos anschauen, das wir euch einblenden und natürlich auch unseren Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn was online kommt. Und wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Bis dann!